Wir sind heute bei der Eröffnung von Landtech Haus 2. Endlich ist es fertiggestellt. Und da schauen wir noch einmal ein bisschen auf die Geschichte vom Landtech Haus 1. Wie lange gibt es denn das schon? Das Landtech Innovationszentrum gibt es seit dem September 2000. Dort wurde es eröffnet. Und über die Jahre haben wir uns eigentlich gut entwickelt, sodass wir gerne einen Partner gesucht haben. Und den haben wir in der Wohnbau West mit dem Stefan Griesmer gefunden. Als man das Landtech Innovationszentrum Haus 1 eröffnet hat, wie waren denn die Ziele für das Haus? Ja, eines der Ziele ist also Impulsgeber für die Region zu sein. Zum anderen wollten wir, damals hat es geheißen, man kann nicht mit einem Bauchladen herumlaufen, sondern man muss sich jeder eine besondere Zielsetzung aussuchen. Und wir haben gesagt, wir könnten Anwenderzentrum für Alpintechnologie werden. Nur hat sich das also aufgrund der Firmenstruktur und auch aufgrund der finanziellen Möglichkeiten nicht durchsetzen lassen. Was herauskommen ist, dass man dann versucht hat, einen FH-Studiengang für Naturgefahrenmanagement zu installieren. Aus dem heraus ist dann das vielleicht allen noch bekannte Alpine Sicherheitsinformationszentrum entstanden. Ja, ihr habt viele Projekte durch die Jahre gemacht. Was waren denn da alles so dabei? Ja, die Wohnbau West ist schon sehr lange im Bereich Landtech tätig. Das sind jetzt schon fast 20 Jahre, wo wir da tätig sind und haben schon sehr viele Wohnanlagen gemacht. So eigentlich im Bereich vom Geschäftsbereich, Geschäfte, Fachmärkte in Brucken. Das Gebäude vorne, die Bruckfeldstraße, und das hat uns eigentlich dazu ermutigt, auch da mitzumachen, gell, und dann die zweite Baustufe mitzumachen, weil wir einfach der Überzeugung sind, dass das eine gute Sache ist und dass das ein Gewinn für uns, aber auch für Landtech und fürs Landtech ist. Wie viel Platz wurde denn jetzt da neu dazu gewonnen? Insgesamt haben wir jetzt rund 1700 Quadratmeter, die neu sein, und auch Nebenräume, Tiefgaragenplätze und so weiter. Aber insgesamt haben wir 1700 neue, die wir für neue und auch alte Mieter zur Verfügung stellen können. Ja, ich habe schon gehört, es ist einiges belegt, aber trotzdem gibt es noch Platz. Jawohl, das ist ja wichtig. Gell? Nur wenn man Platz hat, kann man auch neue Bewerber mit aufnehmen. Wir haben jetzt aber einen Verwertungsstand von rund 40%. Das klingt jetzt nicht so, aber bei uns ist auch so, muss man sagen, dass Umsiedlungen ja kurzfristig geplant sind. Jetzt mit der Fertigstellung ist natürlich möglich, jederzeit neue Flächen zur Verfügung zu stellen. Wenn man jetzt interessiert ist, als Unternehmen ins Landtech 2 oder auch 1 einzusiedeln, wo kann man sich denn da melden? Am besten bei uns im Haus da, beim Landtech selber, entweder über die Homepage oder direkt bei der Karin Mart, die den Erstkontakt macht und gerne ein Angebot macht.